Also, Marie, du willst wissen, wer die Babys macht. Ja, das machen die Eltern. Naja, stell dir vor, Mutti ist eine Blume und Vati ist eine Biene. Ja, genau. Und das funktioniert dann so. Also die Arbeitsbienen, die müssen immer Nektar aus Blumen sammeln. Und wenn der Biene eine Blüte gefällt, dann setzt sie sich auf das Blütenblatt und holt den Nektar da raus. Und dabei bleibt dann was an der Biene kleben. Also Pollen, nicht Nektar. Genau. Und wenn sie dann die nächste Blume anfliegt, verliert die Biene ihre Pollen dort wieder. Also verstehst du das? Und was passiert mit dem Nektar? Was ist denn mit dem Nektar? Den bringt die Arbeiterbiene dann zu ihrer Königin und die Bienen machen dann daraus Honig. Und was hat die Arbeiterbiene davon? Wie meinst du das? Ich meine, bekommt sie dann auch Honig ab? Nein, aber dafür darf sie dann mit den anderen Bienen im Bienenstock wohnen. Das ist aber nicht fair. Nein, das vielleicht nicht. Aber das mit den Babys hast du doch Mir jetzt. egal, warum bekommen Arbeiterbienen keinen Honig ab? Ja, aber Marie, das ist doch jetzt gar nicht das Thema. Der Punkt Wenn ist doch. ich arbeite, würde ich auch Honig haben wollen. Ja, aber die Bienen, die mögen ja gar nicht alle Honig So haben. ein Quatsch!